Hallo zusammen. Diesmal geht es um den Kia EV6. Das ist der Heckantrieb gewesen mit der großen Batterie und der, ich sag's jetzt mal, geringeren Leistung. 228 PS und er war in der GT-Line. Er ist auf der gleichen Plattform wie der Hyundai Ioniq 5, aber optisch komplett eigenständig. Ich würde mal sagen, sportlicher. Das Auto hat ein paar Besonderheiten, zum Beispiel die 800 Volt Batterie, die durchaus in der Lage ist, schnell zu laden. Vehicle to Load, also ich kann das Auto als Energiespender benutzen. Und ja, also ich finde, es ist eine Alternative, aber kommen wir zu den Details. Fangen wir mit Innenraum an. Er ist ziemlich schwarz. Das Auto hatte kein Panoramadach. Und das war jetzt gerade die Animation, wenn man das Auto startet. Man hat sehr viele Assistenzsysteme bei der GT-Line dabei. Man kann vieles davon über vernünftige Schalter realisieren. Man hat auch einen schönen Türöffner. Was mir sehr gut gefällt, sind die Bedienknöpfe am Lenkrad. Wie immer, ein nicht ganz rundes finde ich nicht ganz optimal. Man hat vernünftige Lenkstockhebel, die keine großen Fragezeichen auflassen. Da sieht man so ein bisschen diese Totwinkel-Warner-Ergänzung. Mich hat es nicht überzeugt. Dann hier die USB-Anschlüsse im Fußraum. Man hat hier Sensortasten, Sitzheizung, Sitzlüftung und ganz klasse ist Lenkradheizung. Die Bedienung, also sie geben kein Feedback, das muss man sich dran gewöhnen. Diese Leiste fand ich ein bisschen irritierend, weil die Tasten durchaus zu klein sind, aber immerhin hat man Drehregler für bestimmte Funktionen. Nur das Blöde ist, Lautstärke geht dann praktisch nur dann, wenn ich umgeschaltet habe. Das Display ist gut abzulesen, die Navigationsdarstellung fand ich okay, kenne ich aber Besseres. Man sieht hier auch so ein bisschen das Ambiente-Licht, hier in Blau eingestellt, ein ordentlich großes Handschuhfach. Ich konnte jetzt keinen Schlüssel erkennen, aber es mag sein, dass das ein bisschen ich übersehen hat. Die Materialien sind ordentlich, aber jetzt nicht besonders luxuriös. Das finde ich ganz schlecht. Dieser Klavierlack oder diese Optik finde ich immer sehr fragwürdig. Gurthöhenverstellung sehr gut. Die Sitze haben wir auch sehr gut gefallen. Haben eine Lordose Einstellung, was ich persönlich sehr sinnvoll finde, sind sehr bequem. Lordose geht allerdings nur nach vorne und hinten und nicht zurück. Ein sehr großes Fach. Hier habe ich keine Anschlüsse entdeckt. Hier ist ein Platz für induktives Laden. Zwei Cupholder, die sind eher klein. Schattenseite, tatsächlich die finstere Seite ist die Übersicht. Die getönten Scheiben machen das noch deutlich schlechter. Das ist Blindflug. Es war dann ein bisschen Dämmerung bei der Fahrt und ich habe nahezu nichts gesehen draußen. So, jetzt gehen wir mal zu den hinteren Plätzen. Ganz kurz. Er hat das Meridian Soundsystem. Das soll sehr gut sein. Ist auch ein Subwoofer drin. Ich habe es nicht ausprobiert, war die Zeit zu kurz. Das mit den Griffen finde ich gruselig. Sie sind okay, wobei ich mir eine bessere Wertigkeit vorstellen könnte. Aber die Bedienung ist, dann kommen sie raus. Also wie gesagt, ich finde es irgendwie, da gibt es was Besseres. Das sind ordentliche Griffe. So, kommen wir zur Rücksitzbank, die bei mir ein durchwachsenes Gefühl hinterlassen hatte. Ich kam bei meiner Einstellung nicht ordentlich unter die über den Sitz vorne, also komplett unten angestoßen, gedrückt. Der Knieraum ist absolut in Ordnung. Man hat hier eine Cupholder-Einstellung, finde ich zumindest besser als die Längslöcher, die viele haben. Das Auto hat eine Skidurchlademöglichkeit. Die Kopfstützen kann man in der Höhe verstellen, sind aber nicht für sehr große Leute gedacht und ich bin mit meinen 1,85 auch am Dachhimmel angestoßen. Diese Aussicht fand ich total beknackt. Der Sitz macht quasi das ganze Blickfeld dicht. Wie gesagt, Knieraum völlig ausreichend, Fußraum ist das Problem. Auch
dass keine Oberschenkelablage da ist. Hier unten sind keine USB-Teile, aber man sieht sie hier gerade rechts an den Sitzlehnen, kann ich USB anschließen. Kommen wir zum Kofferraum. Das ist die Rückansicht. Vielen gefallen ja die Lichter. Ist zumindest was Besonderes, was Auffälliges. Der Kofferraum ist gut zugänglich, elektrisch zu öffnen. Hat zwar ein Licht, ich fand ihn trotzdem sehr dunkel. Klar liegt es an der schwarzen Geschichte, damit kann man auf die Fernentriegeln. Er ist eher einfach gehalten. Was mir gefehlt hat, sind diese klassischen Haken für Tüten. Hat er keine, fände ich gut. Unten drunter hat er ein kleines Fach und darunter ist dann der Subwoofer. Hat man dieses System nicht, soll man dieses Fach wohl nutzen können. 12 Volt Auslass. Also ich sage mal so, die Klassiker sind da. Ich fände es ein bisschen schöner, wenn es heller wäre. Und wenn er noch Gepäckhaken hätte. So, der in Anführungsstrichen Heckantrieb hat den Vorteil, dass er vorne Platz hat für Kleinigkeiten, Ladeequipment etc. Der Allrad hat hier, glaube ich, nur eine ganz kleine Höhle. Ich weiß gar nicht, ob die Ladekabel reinpassen, aber immerhin, man hat die Möglichkeit, vorne was reinzutun. So sieht man mal noch so ein bisschen das etwas aggressivere Gesicht des Kia EV6. Kommen wir zum Fahreindruck. Der Kia EV6 hat ziemlich viele Assistenzsysteme und soweit ich es feststellen konnte, funktionieren die auch sehr gut. Also man erkennt, sieht man hier an diesem kleinen Auto, wenn sich von hinten einer nähert oder überholen will, so ein bisschen, er hat einen Totwinkelwarner, zeigt es aber auch noch im Frontdisplay an, funktioniert alles prächtig. Navigationssystem funktioniert auch gut. Also ich habe so ein bisschen die Sprachsteuerung getestet, war sehr schnell, sehr gute Verständigung, hat alles gepasst. Ansonsten bin ich nicht zu tief in die Bedienung eingetaucht. Mir sind die Bedienelemente tendenziell zu klein, um sie während der Fahrt sauber treffen zu können und nicht immer am gleichen Platz. Als Beispiel dieses Häuschen ist relativ häufig, so wie man es hier sieht, jetzt so in der mittleren Position. Manchmal ist es eben aber auch ganz links. Ich fahre im Normalmodus hier aktuell. Das Auto hat drei Modi, Eco, Normal und Sport, die sich alle drei doch auch sehr deutlich unterscheiden. Das Schöne an dem Auto ist, es hat ein sehr angenehmes Elektropedalgefühl. Also es reagiert instant, ohne große Verzögerung und das macht Spaß, weil das zeichnet ja Elektroautos aus. Die Leistung ist okay, also haut jetzt einen nicht vom Hocker, ist ja ein schweres Auto, muss man einfach sagen. Die sportliche Optik wird beim Fahrverhalten nicht umgesetzt. Also ich habe auch ein paar Kurven gefahren und da muss man einfach sagen, man merkt sehr schnell, dass das Auto das Schieben anfängt, trotz der breiten Reifen. Also da finde ich den Hyundai Ioniq persönlich ausgewogener, weil er Komfort vermittelt und dieses Auto vermittelt Sportlichkeit, die nicht umgesetzt wird. Ja, wie ist das Fahrwerk ansonsten? Ich finde es ansonsten sehr ausgewogen. Es ist erstaunlich präzise zu lenken, das Auto. Tendenziell ein bisschen zu leichtgängig. Also man hat so dieses Gefühl, es könnte alles etwas schwerer, sage ich mal, so massiger. Also jetzt nicht vom Widerstand, aber man hat so dieses Gefühl, als würde man etwas sehr Leichtes in den Händen haben. Ist aber sicher Gewöhnungssache. Und ansonsten war es klapperfrei, was ich sehr gut finde. Was mir nicht gefallen hat, ich bin ja so auf der Landstraße 100, 110, 120, das geht hier auf der Bundesstraße, gefahren. Und da muss man eindeutig sagen, entwickelt das Auto relativ schnell sehr lästige Windgeräusche. Und zwar die an der A-Säule kennt man nahezu von jedem Auto in unterschiedlicher Lautstärke. Was mir hier aufgefallen ist, sehr stark an der B-Säule, also direkt neben dem Ohr, je nachdem wie der Sitz eingestellt ist. Apropos Sitze, hat er schon erzählt, die sind sehr gut. Also es sind so Memory, Komfort, ich lege mich hin und schlafe, Sitze. Ich brauche es nicht. Also Memory ist okay, wenn man einen Fahrerwechsel hat. Diese Liegeposition finde ich persönlich unsinnig. Man kann ja jeden Sitz zurücklehnen und
wenn ich an einer Ladesäule stehe, dann gehe ich lieber raus aus dem Auto und mache einen Spaziergang, denn ich bin ja meistens schon eine Strecke unterwegs gewesen. Aber das kann jeder selber wissen. Wenn einem das unbedingt wichtig ist, dann sind das super Sitze. Also sie sind komfortabel, bieten ordentlich Seitenhalt, kann man gut einstellen. In allen Größenordnungen, würde ich mal sagen, kommt man da zurecht. Da wird es dann schon ein bisschen dunkler nach meinen ganzen Drohnen-Eskapaden. Das Display ist auch in Dunkelheit sehr gut abzulesen. Also da muss ich sagen, ordentlicher Job gemacht. Nochmal kurz zu der Rekuperation. Das Auto hat Pedals an der Seite, mit denen kann ich die Rekuperation einstellen. Und das ist von einem Automatikmodus, wo das Auto abhängig von der Route, da ist es natürlich gut, wenn man ein Ziel eingespeichert hat, entscheidet, segel ich oder bremse ich. Das finde ich, so wie ich es erlebt habe, den für mich angenehmsten Modus. Und dann habe ich mehrere Rekuperationsstufen von sanft bis relativ stark. Also ich meine sogar, ich habe es nicht ausprobiert, dass One-Pedal-Driving tatsächlich möglich ist mit dem Auto, wo man sich daran gewöhnen muss, aber das ist eine Sache, die man relativ schnell kennenlernt. Das ist das Thema mit dem, dass wenn man den Gang einlegt, den Fuß von der Bremse nimmt, das Auto sofort das Rollen beginnt. Einige bleiben ja stehen, also man kann Auto-Hold aktivieren, dann kann ich das vermeiden, aber habe ich Auto-Hold nicht aktiviert, dann rollt das Auto sozusagen gleich sanft nach vorne. Ist, glaube ich, bei bestimmten Einparksituationen durchaus sinnvoll, weil ich dann sanft mit dem Bremspedal regulieren kann. Dann nochmal ein kurzes Wort zu diesem Totwinkel-Warner-Bildchen im Display. Ich fand es nicht so überzeugend, denn jetzt so bei der Dunkelheit geht der Kontrast schon ziemlich in die Knie. Sieht alles sehr, sehr milchig aus und die Spiegel zeigen nach meiner Meinung nach ausreichend das, was hinter einem passiert. Und der Kontrast ist auch nicht sehr, sehr groß. Also vielleicht ist es ein nettes Gimmick. Ich würde trotzdem den Schulterblick empfehlen, weil man da irgendwie mehr sieht, obwohl diese getönten Scheiben einem sehr, sehr viel Sicht nehmen. Kurzes Resümee zum Abschluss. Ich glaube, das ist das optimale Modell. Kleine Leistung, großer Akku, man kommt weit. Das Auto erfüllt seine sportlichen Ambitionen nicht aus meiner Sicht, aber im normalen Alltagsbetrieb finde ich das die bessere Wahl und es ist eine schöne Alternative. Das Auto ist relativ groß, das sollte man sich bewusst sein. Es macht nicht immer das Optimum aus seiner Größe, aber ich finde schön, dass es klapperfrei war. Danke!